Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Thief. Ich habe mich bereits auf dem Weg gemacht zum House of Blossoms. Ich stehe gerade genau davor und wir starten jetzt das zweite Level. Dirty Secrets, beziehungsweise ist es schon Chapter 30 gerade. New objective, find the entrance to the brothel. I came for the House of Blossoms. If you thugs mean to waylay me... Madame Zhao Zhao awaits you at the house, sir. I'm to escort you personally, if you'll just follow me. This strutting rooster is being led right to the hen house. I'll play the fox. Follow the rich man. If I was to be seen delving with these blossoms, I'd be ruined. I wouldn't worry, sir. Not many can afford Madame Zhao Zhao. Only be rubbing shoulders with inventory full. Oh. Da steht ja einer, den habe ich jetzt gerade wirklich nicht gesehen. Will er wohl nicht, dass die Leute erfahren, dass er in den Puff geht oder was? Dann soll er es lassen. Hier ist schon mal eine kleine Rosenspur offensichtlich. Unscrew. Ich nehme den kurzen sicheren Weg. Hey, der Zeug dabei. Und wie viel Leck, hey. Eins. Mind your footing, sir. Keep close to my light. Well, I knew that Madame Zhao Zhao kept her house of ill repute in a discreet location, but this... It pays to be shut away from prying eyes. Wisst ihr, ich wollte ihn bestehlen und nicht die Tür zumachen. Na gut, doch nicht den kurzen, sicheren Weg nehmen, sondern hinterher. Ich will dem sein Zeug immer noch. Das lasse ich mir nicht nehmen. Shit, hat der mich fast gesehen. Das war knapp. Shit, how do I get through? Ha, jetzt ist er weg. Beziehungsweise, Mist, der steht da. Puh. Ui, Glück gehabt. Mist, aber der Vogel. Holy shit. Ich habe es jetzt leider nicht mehr geschafft, dem Typen seine Habschaften abzunehmen. Was haben wir hier? Food. Food ist immer sehr praktisch. I might be dressed in leather, but I don't think I'll pass as the cabaret act for the evening. I'll have to sneak inside. Man kann es doch mal versuchen. Da hinten ist ein Eingang. Oh yes, of course. I have it here on me. Vielleicht komme ich hier rein, wenn ich sage, ich trete hier heute auf. Hopp. Und hier hoch. So, wir nehmen den Hintereingang. Wie passend für ein Bordell. Das ist ja mehr als passend. Ein Riesenhebel. Und es geht hinein. Hello, ladies. Let the party begin. Schnarcht doch einer. Da schnarcht doch irgendeiner. The Madam's chambers would be a good place to start. If I don't spoil the mood in here, I could fill my pockets too. I think I spotted my cousin here. The mask is an improvement. You're so cruel. You're so cruel. Tell me about your cousin.
So, hier gibt's mal nix. Ooh, your first time, sir. What a delight. How do you know? I'm wearing a mask. What? It's not your face I was watching, sir. Die hat gar nichts in der Hand. Die hat nichts in der Hand. Okay. So viel mal dazu. So, dann haben wir was zum Essen. Warte mal, wozu habe ich mir dieses Skalpell gekauft? Damit soll man eigentlich Bilder von den Rahmen trennen können. So, dass man wieder eine Tür ohne Rahmen. Eine Tür ohne Griff. Aber hier müsste es fast hochgehen. Nicht von dieser Seite aus. Vielleicht komme ich da dann am Schluss wieder her. Das kann ich mir gut vorstellen. Da hockt ja eine und spielt ein Musikinstrument. Hopp. Stimmt durch. So, Inventory 4. What do we have here? Oh nein, schau da rein. Ein Spoon. Dass man sowas überhaupt mitnimmt, kann doch nichts wert sein, das Ding. Ernsthaft. Gibt's hier noch irgendwas? Ne, da habe ich gerade schon hingeschaut. Da drüben. Sehe ich noch etwas glitzern? What's next? You're trying so hard to avoid my eye. Come on, Susie. You know the madam's rules. No touching the merchandise. Well, perhaps when your shift's over, what will you do then? I'll shuffle home. Dig and paw like always. Oh shit, der kommt her. Ach so, der kommt doch nicht her. The opium bucket is almost empty. Can you help me fill it? I need to finish these drinks. I'll come over when I'm done. That's a lot of opium. If I overload the pump, it's sweet dreams for everyone. There's a mechanism behind the tank. It must control the shutters. Okay, wie komme ich da ungesehen runter? It's best when they fall asleep before they finish. It's easier to skip, that's for sure. So. Warte. Kurzes Ablenkungsmanöver starten. It's been 5 weeks now. I didn't see Lord Van Vernon. He'll be fucked. So. Hat er mich jetzt trotzdem gesehen oder was? Gibt's ja nicht. Kann doch gar nicht sein. Nobody knows that I'm here. Hey, das ist ein Lichtschalter. Ich hab's genau gesehen. Picklock. Ah, also. Und hinein. Was ist hier? Aha. So, jetzt schreibe ich erstmal, dass ich hier die Lichtschalter da betätige. Kann nicht schaden. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und dann schaue ich doch mal hier unten. Was haben wir denn hier? Ah, da ist noch etwas zum Essen. Was ist das? Never cared for this stuff. Dull senses are the last thing I need. Oh oh. Schnell weg hier. Oh shit. Mist, ich wollte eigentlich nicht unter Opium-Einfluss enden, ehrlich gesagt. Ich
Ich wollte nur, dass die anderen hier etwas benebelt sind. Oh shit, schnell raus hier. Let's get out of here. Perfekt. That's how I like it. Gut, eigentlich sollte ich mich jetzt hier relativ frei bewegen können. Nice underwear. Sexy, sexy. Oh, inventory full. Kann nichts mehr zum Essen aufnehmen. Der Vogel ist auch im Land der Träume gelandet. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Geil, die liegen jetzt wirklich alle. Yes! Fucking awesome! Da oben glitzert's. Da oben glitzert's. Und da drüben auch. Ich bin gespannt, wie weit das reicht. Es werden ja wohl nicht alle hier im Haus ausgeschaltet worden sein. Das wäre zu einfach. Trotzdem machen wir jetzt über mal das Licht aus, weil wer weiß, vielleicht wenn wir später wieder herkommen, sind sie wieder wach. Das möchte ich nur sehr ungern riskieren. Das möchte ich wirklich ungern riskieren. Wo sind wir hier? Hier hat es auf jeden Fall auch gewirkt. Da hinten sehe ich einen liegen. Ich kann mich hier relativ frei bewegen. Ich lasse die da einfach alle liegen. Ich habe keine Lust, die jetzt alle irgendwo hin zu verräumen. Das tue ich mir jetzt nicht an. Da hinten glitzert noch was. Inventory full. Gut, das scheint es gewesen zu sein. Das Licht hier machen wir auch aus. Und hier waren wir gerade. Okay. Dann Treppe hinauf. Ah, da ist noch was. Pick Lock. Gut, das hätte ich nie geschafft. Wenn die jetzt nicht alle ausgeschaltet wären. Denn der eine Typ stand ja da in dem Eck und hat sich nie wirklich wegbewegt. Von dem her. Sehr gut. Hier mache ich sogar auch noch die ganzen Lichter aus. Oder hat das Mädel gespielt? Was ist das für eine Musik? So, aus. Und jetzt geht's aber nach oben. Hat da vielleicht noch irgendwas dabei? Kann ich hier noch was mitnehmen? Nö, nö. Das Instrument von ihr steht immer noch von selber. Interessant. Wahrscheinlich standhafter als so mancher Kunde. Doch, hier oben ist es auch hingezogen. Sieht auf jeden Fall so aus. Ja, da pennen auch alle. Es ist toll. Ah, ich hätte von hier oben auch die Wachen quasi ausschalten können, indem ich den Grundleuchter darunter schmeiße. List of Constellations. A list of Constellations in the night sky. Okay, damit kann ich gerade noch nicht allzu viel anfangen. Mal schauen. Kann ja noch werden. Okay, da gehe ich gleich erst hin, da geht es dann weiter. Erst schaue ich mich hier noch um und ich kann aufrecht gehen und einfach so laufen, da die ja hier alle schlafen, praktischerweise. Praktischerweise. Gibt's hier gar nichts? Nö, ist ja langweilig. So, die beiden schlafen auch. Da gibt's was.
Coils Combination. The House of Blossoms, Indulge Every Desire. Star Sign the Crown, Client Benedict Coil. Hä? Steht aber keine Kombination drauf. Mist. So ein Mist. Gibt's da noch was? Nö. So. Licht aus. Aufmachen. Aufmachen. Der hat was. Hey, sollst du den nicht aufheben? Ich finde das toll, wie du den immer einfach hinschmeißt. Da wird keine Rücksicht genommen. Wo geht's hier hin? Was kann man da sehen? Die wurden nicht ausgeschaltet. Yes, Peach and Neroli. They're good girls. Then I expect that to be reflected in your contribution. But you already upped the black tax twice this quarter. The trouble on the streets is making life difficult for everyone. It would be a shame if the opium trade started experiencing delivery problems to this address. I'll have it for you later this evening. Good. If I have to wait. Then I'll have a bit on the house. Something young and juicy. I shall call Jasmine Blossom. Jasmine's getting too old. I want something younger. No! Petals do not work directly with the clients. You know that. Are you refusing my request? You will have your tax. But the rules about my girls will be obeyed. Even by you. Jasmine will fulfill your requests. She better. Have everything ready. Oh, and I'll take that hummingbird sweet. Interessant. Ach, das könnten wir doch übernehmen. Habe ich kein Problem mit. Wenn er mir über den Weg laufen sollte, werde ich mich darum kümmern. Umgehend. Wo bin ich denn hier gelandet? Das habe ich ja noch gar nicht gesehen, oder? Da steht noch was. Hier kann ich noch nicht gewesen sein, wobei das lässt sich nicht öffnen. Kann ich das Bild da nehmen? Nee. Doch, hier war ich schon. Na gut, überredet. Überredet. So. Jetzt geht's hier drüben weiter mit unserem kleinen Raubzug. Nice. Gut, wir beenden diese Folge hier. Ich bleibe jetzt hier einfach noch ein paar Minuten stehen und begutachte ihre Brüste. Nein, kleiner Spaß. Natürlich geht es weiter. Hier gibt es noch zwei Schubladen zum Leerräumen. So. Und dann kann es auch da hinten tatsächlich weitergehen. Gut. Oh, jetzt habe ich gerade gedacht, da steht einer. Leck, hey. Wer stellt sich so eine hässliche Büste auf den Tisch? Why? Just why? Holy fuck. Dafür räume ich dir hier alles leer. Gut, das hätte ich sowieso gemacht. Na gut, erwischt. Das hätte ich sowieso getan. Was haben wir hier? Strongbox Registry.
The House of Blossoms recognizes that the client Benedict Coyle has reserved the use of Madame Xiao Xiao's strongbox. Mr. Coyle has paid the premium deposit and received the only copy of the safe's temporary combination. Loss of this combination will result in the forfeiture of all belongings held within. This statement is signed and affirmed by Benedict M. Coyle. Ich hab doch vorhin. Warte. Documents. Chapter 3. Coils Combination. Huh. Steht halt leider keine Combination drauf, ne? Hilft nix. Letter Opener. Da ist noch eine Piste. Dann haben wir hier nix und hier auch nix. Super. Freut mich immer wieder. Oh, mach halt keinen so Lärm. Schauen wir mal ganz kurz durch. Picklock. So. So. Und so. Yes. Da sind wir. Was gibt's da zu sehen? Hm, da komme ich gerade her. Somit gibt es da nichts zu sehen. Was gibt's denn Something hier? Something strange is going on. I'll find this hidden passage Zhao Zhao mentioned for myself. It must be in here. Access Xiao Xiao Secret Passage, aber was für Secret Passage? Ich habe jetzt das Dokument noch gar nicht gelesen. The bizarre pedestal I discovered in the hidden passage continues to perplex me. It appears that something should be placed there, but what? And the meaning of those mysterious symbols upon the walls? I am well read. I dare say more than most, yet I have never seen their like. I refuse to ask that sour little fish Eastwick. He's seen too much as it is. Honestly, my whispering corridor has become a curse. Sometimes I feel I should have it bricked in. Though, I know it's one of my silly moods. No matter how many of the city's noble swine I hear squeal their closest desires. I am no closer to this house's true secret. One day it shall be mine. Even if I have to pluck all my eyelashes for wishes. Gut, wir beenden diese Folge jetzt hier. Nach Xiao Xiaos oder wie auch immer man das ausspricht. Hidden Passage suchen wir das nächste Mal, werden uns hier in dem Raum noch etwas umsehen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall einen Kommentar da und gebt einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis bald.